Staffel 1. Bin noch nicht allzu lang dabei, das alles ist noch neu. Und es wird nie wieder so schwer sein wie in Staffel 1. Und es reicht nicht aus, still zu sein, dann schaltet keiner ein. Dann stellen sie ein. Nein, ich komm gerade erst heim und ich hab lang nix mehr gesehen. Mein persönlicher Langzeit-Autorenstreik und ein Reboot tut so manchem Franchise gut. Also nehme ich meinen Mut. Ich will deinen Namen, ich mag keine Fremden. Und ganz vielleicht sind noch Handlungsstränge frei. Es könnte ja sein, sind da Wirkungsstränge vorbei. Ich flügel wie ein 4-3-3. Ich will deinen Namen, ich trag ihn auf Händen. Leider sucht ich eine Eigenschaft, die mit Eifer sucht, was leider schafft. Die Mucke ist geklaut, nobody would know. Und die Erleuchtung kommt erst, wenn das Knicklicht bricht. Ich, deine Frau, nein, mach ich nicht mehr. Das ist viel zu lange hin. Das ist ein großes Haus, die meisten sind allein. Ich gehe davon aus, ich bin bei weitem nicht allein. Ich droppe die Lines, ich bin zu schüchtern. Darum erlebt man mich selten nüchtern. Ich bin ein Baum, ist ein Mensch, ich glaube kaum. Also denk ich, ich bin Akademiker. Du hast da was im Haar, ist das Kunst? Ich bin leer und sehe Hirngespinster, findest du das nicht auch ziemlich surreal? Egal, es ist ein Zensurenzug. Keine ist hier, ich sag schon. Und liegen lassen. Ja, klar. So la la. Oh, ja, ich bin ein Traum. Papa Pippi, ich bin so ein Hippie. Ich bin eigentlich ein Star. Das nimmt nur keiner wahr. Ich bin Licht, ich bin er und stehe auch auf Gesichter. Doch ich greife nicht mehr so hoch ins Egal. Das ist ein großes Haus, nur mein Bereich ist klein. Ich gebe nicht viel aus, ich nehme bei Zeiten nur viel ein. Ich droppe nie Lines, bin mehr poetisch, theoretisch, hypothetisch. Und Karl Dall ist nicht symmetrisch. Bist du eine, die dreht dich? mehr, falls du noch weißt, was das heißt. Doch wir hatten begrenzte Sendezeit und ein Team.